brauchst noch ein Racing-Kissen. So, ich bin Neunter. Wo startest du? Dritter. Das ist schon mal ein guter Anfang. So, ich bin bereit. Ich auch. Oh, der hat einen geileren Sound. Der ist ziemlich laut, ja. Oh ja, eher bremsen, da war was. Oh, ganz außen rum. Schön geschoben. Bin direkt hinter dir. Das Sichtfeld ist auf jeden Fall schlechter als hier. Bisschen zu spät zugemacht, was? Ja. Du bist hinter mir? Ja. Ja. Jetzt haben wir es doch. Ist vorbei? Nee, nee. Achso, ich bin vorbei. Ja. Okay. Ich bin hinter dir. Muss dem nur hier zumachen, gerade. Der fährt sich ganz anders, der hier. Wow, Junge. Das ist das wegen dem Sound. Das macht manchmal viel aus. Ich kann zum Beispiel oft Rennspiele. Ja. Ich kann Rennspiele ganz oft ohne Kopfhörer nicht. Also kann ich fahren, aber ich fahre deutlich schlechter. Das ist eine Feedback-Art. Ja. Jetzt ziehen wir den aber ein bisschen weg. Ist jetzt eine 220 gewesen. Ich sehe, du hast dich ein bisschen verbremst. Überhol, wenn du kannst. Jetzt zum Beispiel. Es ist schwieriger, wenn ich wenn ich mich noch an dir orientiere. Wow, jetzt hast du aber gebremst. Ja, ich hab dich vorbeigelassen, weil du eh schneller bist. Eine Runde Zeit gerade war nicht so richtig dein, deswegen. Das war die erste. Ah, die wurde rausgeflogen. Ich hab mal zugemacht. Denk dran, dass es jetzt Schaden gibt. Bist du noch Zweiter? Ja. Okay. Nee, also ich hab nur ein bisschen gefightet. Keine Kollision. Okay. Boah, ich liebe diese Kurve jetzt. Boah, mit der. Ah, hat doch geklappt. Bis auf den Körper raus. Ich glaube, man muss einfach nur lernen, wo du bremsen musst und wo du einfach nur vom Gas gehen musst. So, ja, Strecken lernen ist bei mir aber das, was ich irgendwie bei Rennspielen sehr schlecht kann oder wo ich sehr lange für brauche. Außer bei Mario Kart. Bei Mario Kart konnte ich das immer. Aber ich glaube, das haben wir auch einfach nur mehr gespielt. Bei den neueren war das nämlich auch nicht so, wenn ich das mal bei meinem Cousin gespielt habe. Bei 14, ich bin 6 Sekunden besser als im Training mit dem anderen Auto.
eine 2.11. Vorhin hatte ich eine 2.9 geschafft. Weiß nicht wie. Ah, whoops. Ja, für die Kurve bin ich zu doof. Bremst du richtig rein in die scharfen Kurven? Natürlich. Bleibst du auf dem Gas dabei? Nein. Ich, kein Heel and Toe. Ich mach das alles mit dem rechten Fuß. Die Kurve schon wieder. Ups. Ah, sie schieben mich wieder. Du hast jetzt ein bisschen Luft. Schnellste Runde. Ich habe mich um 18 Sekunden verschlechtert. Jetzt habe ich sie mal bekommen. Ich habe so langsam die Linie raus, dass ich in der S-Kurve auch auf dem Gas bleiben kann. Ja. Hat auch lange genug gedauert. Ich habe den gerade richtig schön rausgeschoben. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Luft. Dran denken. Allerschnellste Runde. Was hast du denn? Moment. Nur 2 Sekunden besser als vorher. Ich muss mich auf konzentrieren. Ja, steht im Display. 2.13. Damit bin ich auch fast in deiner Top-Zeit dran, oder? Ja, ich habe eine 2.8 Grad gefahren. Weber.
Jetzt, wo das Auto so eine Anzeige hat, kann ich dann auch tatsächlich mal was dazu sagen, ne? Ohohohoho. Ich muss ja gerade ein bisschen fighten, deswegen kann ich nicht so viel reden. Scheiße. Er schiebt mich wieder. Aber leider hat er sich verkalkuliert. Oh. Das war irgendwie anstrengend. Obwohl ich nicht fighten musste. Das wird jetzt wahrscheinlich noch anstrengender. Nochmal verbessert. 2.13.1. 2.7.7.8 habe ich jetzt. Ich bin nur gute Runden jetzt gefahren hier. Trotz Anschieben. Ja. Boah, ist einfach noch gemischtes Rennen mit einer schnelleren Klasse, jemand, der dich anschiebt auf den Geraden, ne? Ja. Also scheint es doch am Auto zu liegen oder an meinem Tuning. Aber da habe ich da du im Training nicht das Problem hattest.